Hallo Leute, da bin ich schon wieder, Uwe. Hi. So, ich melde mich aus dem warmen Niederrhein hier bei Viersen. Das ist wie Südsee, fehlt nur noch der Sand und Aloha-Mädchen. Ja, ich bin's, Uwe. Heute habe ich was, das hatte ich euch schon längere Zeit versprochen und gesagt, ich mache das. Jetzt habe ich endlich die Zeit dafür gefunden. Und da möchte ich euch das Messer von Jas mitstellen. Das hatte ich auf der Bushcraft Jamboree, habe ich das bekommen. Und ja, dann wollte ich euch das Messer mal vorstellen. So, dieses Messer ist das Riesenmesser Crotalus 2. Crotalus bedeutet die Klapperschlange. Die Klapperschlange, da muss ich immer denken an 80er Jahre. Snake Plissken, damals Kurt Russell in, naja, Manhattan war ein großer Knast. Auf jeden Fall Snake Plissken, die Klapperschlange. Super Film gewesen, muss ich sagen. Ist heute noch interessant. Ja, dann will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben hier einmal Kydex-Scheide. Wunderbar, schön stabil, dickes Material. Wir haben auch ein Loch hinten drin, wie sich das gehört. Die Halterung, die hier hinten dran ist, die kann man abmachen. Und beigelegt habe ich noch nicht mal ausgepackt hier. Ist halt diese Standard. Dieses Gürteladapter, Mann, jetzt geh auf. So. Kennt ihr ja, dieses hier. Aufklappen, einstellen auf die Gürtelbreite, wie immer. Zu, klack, sichern, fest. Das kann man halt hier auf verschiedene Weisen, kann man das festschrauben. Hier sind nochmal extra Schrauben dabei. Also insgesamt sind es 4 Stück. 2 werden jetzt hier für diesen Adapter, den ich ja am liebsten habe, diesen so einen Adapter mit einer Dengler-Schlaufe dabei. Soweit ist das alles schon ein Komplettsystem und man muss sagen, dass hier auch das Kydex angepasst an das Messergewicht ist natürlich das hier ein bisschen dicker und schön stabil. Da wackelt nichts und da rappelt nichts. Und das sieht auch so aus, dass es dann auch für längere Zeit so halten kann. Wenn man das Messer am Gürtel hat, ist es ganz leicht abstehend. Das ist ganz gut so. Dann kann man das wenigstens besser, leichter rein und raus packen. Ja, also die Scheide, wie gesagt, sehr fest hier auch im, hört ihr, ganz leichtes Rappeln, aber die wird niemals rausfallen. Super schön stabil, das ist halt der Vorteil bei diesen Kydex-Scheiden. Die kann man so bauen, dass es hält. Wenn es mal irgendwann nicht mehr hält, weil die ein bisschen schlapper geworden ist, wenn man die jetzt so aufmacht, dann seht ihr, dass dieser Abstand hier dann größer wird in dem Moment. Und sich dann halt wieder schließt. Klar, so eine Art gewisser Federmechanismus, der dahinter ist. Wenn der ein bisschen schlapper wird, ja gut, dann nimmt man das Messer eben raus. Macht es ein bisschen warm. Mit dem Heißluftföhn oder auch mit heißem, sehr heißem Wasser geht es auch. Und kann die dann wieder zusammenbiegen und dann hält das wieder für 10 Jahre. Gar kein Problem, wunderbar. Schöne, stabile Angelegenheit. Viele Standardnieten drin, normaler Durchmesser. Auch hier unten nochmal die 2, um damit gegebenenfalls nochmal eine Schlaufe dran zu machen als Beinschlaufe, damit es nicht zu viel rumbaumelt. Ich persönlich mag sowas nicht, da fühle ich mich immer so mit eingeengt. Wenn man sich hinsetzt oder läuft und so, dann irgendwann zieht das. Gut, super Scheide. Und extra Gürteladapter. Nun zu dem eigentlichen Hauptstatisten dieser Sendung. Das Crotalus 2. Es ist eins der Messer, das man nimmt und fertig. Da ist nichts irgendwo an Kanten, da ist nichts irgendwo an, ich sag mal, wie unbekannt, muss man sich dran gewöhnen oder irgendwas. Das ist so wie, man greift es und man ist praktisch zu Hause. Das Messer passt sofort. Also mir auf jeden Fall. Es gibt natürlich da natürlich immer wieder ein paar Unterschiede von Mensch zu Mensch, auch gerade so die Handgröße. Und manche haben vielleicht ein bisschen dickere und kürzere Finger oder kleinere Finger und so. Gerade so, ich sag mal so Damen. Die kommen damit aber trotzdem gut klar, denke ich, weil der Griff selber ist nicht so dick. Der ist weder dick in der Stärke hier halt, noch in der Höhe. Man nimmt es. Und das Messer liegt einfach super in der Hand. Finde ich klasse. Hier hinten der hervorstehende Erl, hinten, um damit entweder selber
irgendwas mit zu klopfen, beziehungsweise eben um damit eben halt hinten drauf zu schlagen und damit irgendwie irgendetwas rauszuarbeiten aus dem Holz zum Beispiel. Ja? So, dann haben wir hier noch zwei vernünftige Löcher, die auch super ingratet sind für eine Lanyard, für eine Schlaufe halt hinten dran. Die Griffstücke G10 sind mit Standard Inbus, also sprich Sechskantschrauben, verschraubt, jederzeit zu öffnen. Gelbe Liner dazwischen, das ist so die persönliche Note, denn dieses Messer wurde von Matthias Busch kreiert, sprich Jackknife. Und das ist so seine persönliche Note, diese gelben Liner da drin. Ich finde die selber klasse, das ist immer so ein bisschen so gelb oder orange, so Liner, die machen unwahrscheinlich was aus, dass ein Messer nicht so langweilig wirkt. Klar, man kann orange nehmen oder grün nehmen und so. Seine Marke ist halt eben gelb und das wurde halt eben dann von Jas, von dem Sergei so umgesetzt. Finde ich total klasse. Wir haben hier einen 690er, also N690er Stahl mit einer Härte von 59. 59 ist gerade noch die Klasse, die ich so mit, klar, wahrscheinlich besten Diamant, natürlich mit so einem DC3, DC4 nachgeschliffen bekomme im Feld. Und ja, das ist auf jeden Fall super Stahl. Der ist rostfrei, hart im Nehmen, sehr zäh und lässt sich trotz alledem noch einigermaßen nachschleifen. Ja, also da gibt es andere Stähle, die nicht so schön sind. So, wir reden hier von einer Klingenlänge von 170 mm, was natürlich die 42A-Konformität leicht verfehlt. Braucht man aber auch nicht, weil wenn ich ein Messer haben will, dann brauche ich halt ein Messer. Dann ist das so. Wir haben eine Klingenhöhe von 31 mm und eine Klingenstärke von 4,8. So, Reini Rossmann wäre wahrscheinlich wieder knatschig, weil man wieder, Mensch, hier Jimpings drauf gemacht hat. Aber die Jimpings sind sehr moderat, aber bringen für, um damit zum Beispiel irgendwas abzuschälen, abzuhobeln, eine unwahrscheinlich ja, stabile Handhabung hier durch dieses Jimping. Die sind nicht sehr aggressiv, aber die bringen unwahrscheinlich viel ja, für die Handhabung selber, dass ich hier halt nicht so wegrutsche und vielleicht mir selber wehtue, wenn ich hier über die Spitze wegrutsche, wenn ich das Messer so nehme und damit so zum Beispiel irgendetwas abschabe. Als Beispiel. Und ansonsten ist das Messer für Standard zum Schneiden oder zum Hacken, beziehungsweise auch für den Reverse Cut. Die Schneide, hier mal schauen, die Schneide fängt wirklich ganz knapp hinterm Griff an. Und da ist auch keine Schleifkerbe drin. Das heißt also beim Nachschleifen muss man dann ein bisschen, klar, muss man ein bisschen darauf achten, dass man das alles komplett geschliffen kriegt. Dafür wird ja meistens hier so eine kleine Schleifkerbe eingebaut, dass es beim Schleifen einfacher ist. Aber wenn man dann zum Beispiel den DC4 nimmt als Beispiel oder irgendwelchen anderen eckigen Stähle, also Schleifstähle bzw. eben Diamantstähle, dann ist das eigentlich kein Problem. Ja, wie gesagt, die Haptik selber ist auch so aufgebaut, dass ich hier hinten durch diesen Buckel, durch diese Nase hinten dran sehr weit den Griff hinten nehmen kann, weil er hinten auch ein bisschen schmaler, ein bisschen schlanker ist. Ich habe mal eben kurz messen. Wenn ich hier so die Mitte messe, komme ich auf 21,8 und hier hinten, wo es schmaler ist, 19,2. Also schon beträchtlich, das merkt man, wenn man den hier hinten so anfasst. Ich merke aber auch, dass ich mit zwei Fingern hier hinten eigentlich wirklich einen Widerstand merke. Ich komme hier hinten eigentlich nicht so drüber über diesen Huckel, weil er ja hinten auch wie ausgeschweift ist. Absolut klasse. Also, ich sag mal so, der Matthias hat das schon verstanden bei diesem Typ von Messer, dass das eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau werden sollte und aber auch, denke ich, im großen Teil geworden ist. Das Messer ist noch sehr führig. Man kann es gut handhaben. Der Griff selber ist klasse. Ich kann den hier hinten wirklich sehr gut fassen, um damit noch so Hackarbeiten durchzuführen. Wenn ich jetzt natürlich jetzt noch hier so eine Lanyard hinten einbaue, irgendwo und festmache und die dann auch nochmal extra als Schlaufe ums Handgelenk mache, wegen der Sicherheit, einwandfrei. Also kann man wirklich super mitarbeiten. Fein im Reverse Cut. Ich kann natürlich auch damit super viel hacken. Und dann kommen wir zu einer kleinen Sache. Und zwar, die Messer werden ja bei Jas, also die Messer werden in China produziert.
Das ist auch offiziell so und die sagen auch, nee, ich kann für dieses Geld hier nicht produzieren in Europa, in Deutschland, das funktioniert nicht. Und um dann einigermaßen den Preis noch zu halten, und der ist schon relativ hoch, mit 219 Euro momentan kostet dieses Messer, aber da komme ich nicht hin, an diesem Preis komme ich nicht hin, wenn ich das Messer hier in Deutschland produziere, funktioniert einfach nicht. Aber die geben es nicht nur zu, sondern die spielen mit offenen Karten und sagen, ja, wir lassen in China produzieren, um alleine die Preise so noch hinzukriegen. Natürlich die ganze Endproduktion und solche Dinge, alle Montage, solche Sachen, sind wiederum hier in Deutschland, ja. Aber ja, das Messer ist so geschliffen, ob das jetzt wirklich durch Zufall ist oder ob es so ist, keine Ahnung. Und zwar haben wir hier hinten, in dem hinteren Bereich hier, habe ich eine Schneidwarte, was ja für die, die es noch nicht so drauf haben, die Schneidwarte ist praktisch die untere Stärke der Klinge kurz vor dem letzten Anschliff. Nebenbei, ich habe hier einen Flachschliff des Messers. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses messe, dieses hier, diese Stärke, da komme ich hier hinten im hinteren Bereich auf 0,55, 0,57 so circa. Und im vorderen Bereich, das seht ihr vielleicht auch, weil da die Schneide etwas, der Schliff ist etwas länger reingezogen. Ich habe da eine Schneidwarte von ungefähr 0,75, 0,78 bis ins vordere Teil. Das ist eigentlich nicht super viel, aber trotz alledem zeigt das, dass das Messer eigentlich dafür da ist, im hinteren Bereich damit feiner arbeiten, zu schnitzen, so ähnlich wie das Kramer. Das Kramer, das 200, was ich mal vorgestellt hatte, die haben hier auf den 60, ich glaube 50, 60 mm hier hinten, haben die einen anderen Anschliff, also im vorderen Bereich. Gut, das ist ein 200 mm mehr oder weniger Hackmesser. Und die sagen aber, im hinteren Bereich kann ich damit feine Arbeiten ausführen. Die mache ich ja hinten. Wenn ich aber hacke und haue, dann brauche ich den vorderen Bereich. Und da ist dann auch schon bei dem Skramer eine unterschiedliche Warte bzw. unterschiedlicher Schliff gemacht worden. Und hier ebenfalls. Ob das jetzt wirklich, wie gesagt, durch Zufall passiert ist, weil es da beim Schleifen so passiert ist, ich weiß es nicht. Aber wenn es dann ein Zufall ist, dann ist es ein super guter Zufall. Und ich habe auch einen unterschiedlichen Schleifwinkel. Ich habe hier den oder Schleif bzw. den Schneidwinkel. Der Schneidenwinkel hier hinten sind 40 Grad. Und dann wird der Winkel etwas stumpfer nach hier vorne hin, 44 Grad im vorderen Bereich. Das heißt, ich habe den vorderen Bereich um 4 Grad geänderten Schneidwinkel, sprich 2 Grad, die Hälfte halt Schleifwinkel. Und ich habe die Schneidwarte hier von 0,55, 0,57 bis 0,70, 78 hier. Das ist relativ fließend, dieser Bereich, und das finde ich absolut klasse. Also, wie gesagt, wenn das ein Zufall ist, dann ist das ein super Zufall, wie ein gewollter Zufall praktisch. Ja, der Messerrücken ist natürlich auch ganz klar, Kombination sei gelobt, hinten natürlich auch scharfkantig genug, um damit entweder irgendwie Holz abzuraspeln oder den Feuerstahl anzureißen oder irgendwelche anderen Schabarbeiten zu machen. Zum Beispiel auch, manche nehmen das aber auch zum Fischabschuppen zum Beispiel, auch gut möglich bei der Länge. Ja, wir reden hier von Gewicht von 312 Gramm. Ist natürlich schon ein ganz schöner Klopfer, klar. 4,8 mm Rückenstärke, voll durchgehend natürlich, klar. Und ja, also ich sag mal so, Messer von der Größe her, wunderbar. Der Griff, wir haben hier 129 mm im Griffbereich. Das zeigt schon, dass es auch für sehr große Hände da ist, aber auch, dass ich es greifen kann, habe hier hinten noch Luft, weil ich es auch weiter hinten nehmen kann, bis ich hier hinten diesen Huckel hier hinten, diese Aufschweifung, bis ich die merke. Also je nachdem, was ich mache, kann ich das Messer weiter vorne nehmen. Ich kann auch mit dem Daumen hier natürlich auf das Jimping drauf drücken, klar. Ich kann es auch so nehmen für Reverse und dann mit dem Zeigefinger hier das Jimping nehmen, um damit vielleicht ein bisschen mehr Druck aufbauen zu können. Ebenfalls möglich. Also ich sag mal, das Messer ist wirklich absolut gelungen. Wenn ich das mal, ich habe mal nur mal so durch Zufall, habe ich, weil ich da gleich noch brauche hier, das Lilly Apo 1 habe ich hier mal da. Und das ist das Apo 1S für Small.
Da seht ihr, das ist natürlich auch schon wieder ein großer Unterschied in der Länge. Griffe sind auch ähnlich, aber es ist schon ein Unterschied. Die Klinge ist halt mit 31 mm Höhe relativ schlank noch. Das zeichnet ihn nicht unbedingt so direkt als reines Hack- und Haumesser aus. Auch zum Schnitzen, für kleine Feinarbeiten, also klasse. Ja, das Messer werden wir gleich draußen noch schön vernünftig testen, wie sich das gehört. Aber das war mir halt ein persönliches Anliegen, euch das Messer so noch mal zu zeigen. Komme ich noch mal kurz zu dem Preis. 219 Euro ist nicht wenig, ist ganz klar. Ist sogar relativ viel. Aber eine ganze Menge Messer, ich sag mal so, ich kenne eigentlich keinen, der nur ein Messer hat. Man hat eigentlich immer mehrere. Und je nachdem, was man so vorhat, wie so das Leben verläuft, welche Sachen ich anhabe, wo dieses Messer reinpasst, dieses wiederum nicht, ist es schon so ein bisschen wie bei manchen Frauen mit ihren Schuhen, damit die auch immer zu allem passen, brauche ich dann auch die passenden Schuhe dazu. Und so ist es manchmal mit dem Messer vielleicht auch nicht anders, bei dem einen oder anderen. Und da sagt man sich, gut, ich habe ein Messer, 220 Euro, aber da habe ich was von. Das kann ich eigentlich, das Messer kriege ich eigentlich nicht kaputt in meinem Leben, wenn ich das normalerweise, also normal behandle. Das kann ich noch weiter vererben. Würde ich auch, wenn mein Sohn nicht auch schon eins hätte. Und ja, ich sag mal, da hat man eigentlich, das ist eine Anschaffung für das Leben. Der Stahl, der 96er, den kriegt man eigentlich so nicht kaputt. Der rostet einem nicht weg. Auch wenn man das jetzt mal dreckig mal in die Vitrine legt oder in die Schublade legt, spielt keine Rolle. Das Messer kriegt man so nicht kaputt. Die Griffschalen gibt es ja auch nochmal extra, falls ich die auch kaputt bekomme in irgendeiner Form. Ja, finde ich, ist einfach nur klasse. Deswegen ist 220 Euro ist eigentlich eine Menge Geld für ein so ein Messer. Aber wenn man doch schon einige Messer hat und hat da vielleicht schon für das eine dann 50 oder 100 oder von mir aus noch mehr ausgegeben, läppert sich natürlich, sicherlich. Aber das ist ein Messer, das kann ich nutzen draußen. Natürlich nicht 42A-konform, das ist klar. Aber wenn ich das so im Camping irgendwo in irgendeiner Weise, dann habe ich ja auch mein berechtigtes Interesse. Darum geht es ja dann meistens. Ne? Polizei rennt ja nicht durch den Busch und hält Wanderer und Bushcrafter an und sucht die irgendwo im Wald, um denen dann halt das Messer abzuknöpfen. Sondern es geht ja darum, dass ich ein Messer auch gebrauche. Ja, und das Messer kann ich definitiv gebrauchen. Okay, dann ab nach draußen, dann gucken wir mal, was das kann. Bis gleich. Ja, da sind wir jetzt draußen und dann jetzt geht sie mal in den Kragen nehmen, Crotalus, der Klapperschlange. Geil. So, erstmal so ein bisschen gemütliche Schnitzen. Hacken. Geht ja auch darum, so ein Messer von der Größe ist natürlich klar, ist natürlich zum Hacken, Batonieren, gar kein Problem, logisch, sollte auch nicht, ne? Ist ja klar, natürlich der Stahl 96er, da kann man auch nicht viel dran irgendwie kaputt machen eigentlich bei solchen Dingen, aber so die Führigkeit beim Schnitzen selber für Kleinigkeiten, da sieht man dann vielleicht schon Unterschiede. Ich kann hier einen vernünftigen Druck aufbauen. Wenn ich so schnitze, also für Standardarbeiten, um solche Dinge zum Beispiel, um, ja, ich sag mal jetzt einen Hering, ich baue mal jetzt einen Hering, fertig, Feierabend. So. Klasse. Also dadurch, dass ich den ja wirklich auch hinten nehmen kann, kann ich damit richtig Druck aufbauen. Klasse. Ja gut, ist halt die Länge, nicht? Gut, das ist jetzt erstmal der Hering.
Der Hering bekommt jetzt noch hier eine Einkerbung. Zack. Damit eben halt die Strippe nicht verloren geht und die richtig schön Halt hat. So, fertig. Hier oben habe ich noch das Hackstückchen, das mache ich noch ab. Fertig. So, eine schöne Einkerbung. Ja, also Schnitzarbeiten gehen eigentlich wie mit jedem anderen Messer fast gleich. Dadurch, dass natürlich hier die Klinge sehr weit schon hinterm Griff hier anfängt, habe ich natürlich besonders hier richtig viel Druck. Reverse oder im normalen Standardgriff habe ich halt gerade hier viel Druck drin. Und das ist natürlich klasse. Gut, die Schneidwarte selber ist natürlich kein super Schneidteufel, aber mal wieder so ein Kompromiss, und dadurch, dass es hinten die Warte schmaler ist als vorne, klar, vorne brauche ich nicht viel Kontrolle, mehr hier hinten. Finde ich gut. So, dann geht es ihm jetzt mal in die Wäsche. Ich habe extra hier ein Stück Holz rausgesucht, wo hier richtig Ast drin ist. Schauen wir mal, wie sich das macht. Also, ich muss ja erst noch vorher mein Hackholz, mein Hackklotz ein bisschen bearbeiten. So, jetzt habe ich ein schönes Hack, ein Hauklotz. Lass das mal extra zu euch hier hinten offen. Ja, 4,8 mm Materialstärke hat natürlich, wie man hier schon sieht, eine vernünftige, gute Spaltwirkung. Natürlich auch der Schliff so ein bisschen mitverantwortlich für, weil es ja Flachschliff bis ungefähr ja, gut 2/3 ist. Sagen wir schon eher so 70% Flachschliff und oben dann halt die Rückenstärke von 4,8 mm beibehalten ist. Pff, wow. Und das jetzt noch mit Ast. Jetzt kommt noch mal Ast. Macht Laune. Tja, wahrscheinlich alles der neue Hackklotz schuld. Hä? Nicht Hackklotz, sondern mein Schlagholz. So. Ja, jetzt werden wir natürlich auch noch Folgendes machen. Schauen, Griffende ist ja extra dafür gebaut, dass der Erl hinten gut hervorsteht als Schlagendstück. Spitze noch dran, alles gut, kein Problem. So, dann machen wir jetzt noch mal, nehmen wir ruhig das hier. Ja, das ist ein Arbeitstier, das Messer. Das ist echt ein Arbeitstier. So eine Synthese aus dem kleinen, standardführigen kleinen Messer und schon, naja, einem kleinen Buschmesser, sage ich mal, Hack- und Haumesser. Einwandfrei. Macht Spaß. Und wie gesagt, der Griff, man greift rein und der liegt.
einfach so fest und gut in der Hand, ohne sich groß zu bewegen. Der kann weder nach vorne, was ich sehr gut leiden kann, ist, wenn Messer hier einen guten Fingerguard haben, dass ich eben da in keinster Weise irgendwie Richtung Klinge abrutschen kann. Egal wie fest oder wie locker ich das festhalte, ob mit oder ohne Handschuhen, spielt keine Rolle. Das steckt fest nach hinten und auch nach vorne. Ne? Finde ich klasse. So, gucken wir natürlich auch noch, ob der... Ich werde jetzt extra mal Folgendes machen, und zwar Feuerstahl. Ich werde auch keinen gekauften, sondern meinen selbstgefundenen und selbst geernteten Kienholz, sprich Späne daraus machen. Das Kienholz werde ich zusammen mit Gras, trockenem Gras, Feuerchen machen. So, hier ist das von einem Weidenkolben hier. Das ist halt so für die erste Flamme da, und die zweite kommt dann auch, und dann schauen wir mal, ob wir das jetzt auch schöne, feine, kleine Spänchen hinkriegen. Schön klein und fein. Dann sollte das ja auch funktionieren, oder? Ja. Also zum Schaben ist auf jeden Fall der Messerrücken. Zeigen wir vielleicht noch mal an einem... Na ja gut, Rinde ist immer so eine Sache. Rinde ist eh sehr weich, um die runterzukriegen. Trockenes, hartes Holz, und kann man ganz wunderbar die Ecken abrunden damit, beziehungsweise eben feine Späne machen fürs Feuerchen. So, ich denke, es sollte passen. Schön vorsichtig absetzen. Der Rücken dürfte scharf genug sein. So, wir haben mal wieder ein Feuer. Das hat funktioniert. Messer kann ich wirklich empfehlen. Klar, der Preis ist nicht gerade niedrig, aber dafür bekommt man wirklich ein gutes, ausgereiftes, sehr gut durchdachtes Messer mit einer 1A Stahl und Scheide mit dem Dengler hier hinten dran. Die Kydex fast klasse rein. Und ja, das ist ein schönes Paket, finde ich. Das Messer, wenn es da so dran hängt, das hängt ganz leicht weg.
jederzeit, klack, man hat es in der Hand. Finde ich gut. Und es hält. Ja, das zu dem Messer. Das war das Crotalus, die Klapperschlange. Klasse. Immer unscheinbar und wenn man es braucht, ist es da. Finde ich irgendwie, der Sinn dahinter. Könnte passen. Verschraubte Griffschalen, hervorstehender Erl, auch sehr scharfkantig. Ich denke sogar, dass ich damit auch eventuell den Feuerstahl, naja gut, ist natürlich fummelig, aber es geht darum, ob der geht als damit ebenfalls. Also sehr universell, das Messer ist gut durchdacht. Ja, finde ich gut. Klasse. Da habe ich wirklich mein Geld gut angelegt. Ich finde es, ist ein schönes Messer. Achso, ein Schnitttest. Die haben noch gar keinen Schnitttest gemacht. Oh Mensch. Vorher zwar nicht, aber gucken wir mal, ob es hinterher wenigstens was wird. Ich hole mal eben Papier, wie immer. Ein Stück Papier. Also das Ergebnis, was ich hinterher hatte, jetzt nach der Arbeit, ist natürlich eine Sache. Das heißt, es war vorher definitiv noch wohl etwas schärfer. Feuer ist auch ausgebrannt. Zeit, Feierabend zu machen. Okay, das war das Matthias Busch Messer Crotalus 2 von Jas. Ich wünsche euch was. Bleibt dran, lasst mir ein Abo da. Bleibt gesund und genießt das Wetter. Wer weiß, wann der nächste Regen kommt, obwohl wäre langsam mal notwendig. Tschüss, macht's gut.